Hallo und willkommen zurück bei Minecraft Let's Build, Let's Play Together, gemeinsam mit der Tibra. Hallo Anduin, grüße euch. Und mit dem Anduin grüße euch. Oh ja, es geht da weiter, wie wir aufgehört haben. Ich schwebe über dem Abgrund und versuche eine Linie zu ziehen. Von einem Ende zum anderen, wo die Brücke hinkommt. Hoffentlich verzähle ich mich nicht, aber ich setze Markierungen. So, 4, und ich 5, werde da 6, jetzt dann 7, mal zwischen den 9, Stäben 10, da einfach diese 11, 12, ganze Landschaft 13, ausschneiden. 14, 15, 16, 17, 18, 9, 19. Und der 20. Block ist immer ein Glowstone. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, Schaut zwar jetzt neun, zehn, wahrscheinlich noch ein elf, bisschen komisch aus, der flachen. zwölf, dreizehn, Und vierzehn, das wird sich fünfzehn, ändern, sechzehn, spätestens siebzehn, wenn da die Schiffe drin sind. achtzehn, neunzehn, Oh, zwanzig, und dann machen wir das eins, zwei, Gleiche. drei, vier, fünf, Jetzt mal hier sechs, hin. sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 18, 19. Na, ich habe da gerade was rausgeschnitten und da waren ein paar Tiere sind da auf dem gelaufen, jetzt liegen da die Steaks herum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9, Okay. 10, Den müssen wir dann auch noch anpassen, da bitte 20, auf der Stegseite. 1, 2, 3, Aber eines nach dem anderen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ach, das ist ja schon 20. Ach, du musst mehr reden bei dieser Folge. Weil du mir erzählen musst. Genau, so ist es. Okay. Na, servus. Ich bin ja selbst immer so schweigsam bei Minecraft. Im Bauen. Ja, was kann ich erzählen? Ah, ja. 40, Puh, 40, wir haben halt außer 60, der Aufnahme 80, über was gesprochen. Ist ein bisschen ein 100. Eilthema jetzt. Wir haben es ja schon vor einigen Monaten mit Faszination festgestellt. Einer der Filme, den wir uns aber mittlerweile doch, wie lange ist es hier? 20 Jahre? Was denn? 15 bis 20 Jahre müsste das her sein, angeschaut Ja, haben. ja, ja, ja. Independence Day gibt es jetzt neu, eine Fortsetzung läuft diese Woche in den Kinos an, zumindest in Österreich. 5, Nehmen wir 6, an, in Amerika wird es so 7, gewesen sein wie beim Original, dass er am 4. Juli seinen ersten Tag im Kino hatte, also Premiere. Bei uns ist es jetzt mit 14. Juli, also ab morgen. Damit wisst ihr jetzt auch, wann wir das aufgenommen haben. genau. Und ja, nachdem wir den ersten Teil schon im Kino gesehen haben, werden Tibra und ich, glaube ich, den zweiten Teil sich auch anschauen. Ich habe mich verzählt. Ja, du sollst erzählen. Jetzt rede ich da extra. Ja. Noch dazu über ein Thema, was wir schon besprochen haben, damit ich dich ja nicht rausbringe. Naja. Ich verzähle mich immer wieder. Ich lausche dir so gerne zu. Ja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Ja, dann muss ich leiser sprechen, damit die Fieber nicht mithört.
bin schon wieder im Konzept. Ja, also werden wir sie ja anschauen. Bin schon sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Ist halt immer so das Gefährliche mit Fortsetzungen überhaupt, wenn so viele Jahre dazwischen sind, wie wird das werden und so weiter. Kann man da einen Anschluss finden? Es war ja doch eine sehr abgeschlossene Story eigentlich, der erste Teil. Ja, es spielt der Liam Hemsworth mit und somit ist es, glaube ich, okay. Oh Gott. Ja, ich finde den voll süß. Ich auch. Na, Ist Gott ja sei nicht Dank. süß. So, Der nächste kleine Bruder Etappe. des Tors. Ja, der ist auch lecker. Von der Originalmannschaft ist ja noch dabei der Jeff Goldblum. Und sie ist, glaube ich, auch dabei. Die im ersten Teil seine Seine Ex-Jugend. Ex-Frau spielt die was für einen Kommen, Präsidenten. genau, dann kommen sie aber wieder zusammen. Der Okay. Präsident ist auch wieder dabei, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe im Trailer. Dann der Vater von Jeff Goldblum ist, glaube ich, Ja, auch noch der dabei. Der ist war ja auch, Kult ja, der hat auch gewesen. als Coolness-Faktor gehabt. Wir haben ja auch vor, dass wir, also wir werden uns den Film nicht morgen anschauen, am 14. Das haben wir aber noch keine Karten reserviert und das wird jetzt da schlecht ausschauen. Am Premiere-Tag haben wir aber auch nicht gesagt, dass wir morgen Ja, stimmt. gehen. Sondern wir werden sie am Wochenende anschauen. Kommenden. Und werden am So. Freitag noch einmal sich das Original auf DVD reinziehen. Genau. Wird ja sehr spannend. Also damals war der Film also wirklich cool. Ja. Muss man schon sagen, der, glaube ich, sehr gut angekommen damals, war ein Blockbuster, der dementsprechend eingespielt hat. So wie spätere Roland Emmerich-Filme. Obwohl ich es nicht verstehe, weil mir haben eigentlich so ziemlich alle sehr gut gefallen von ihm. Aber ja, andere sind ja dann weniger gut weggekommen in der Kritik und auch bei den Endspielergebnissen. Aber Independence Day war naja, krasser Magnet. Es ist, ja, was soll man da sagen? Und es hat natürlich zum damaligen Zeitpunkt alles gepasst. Ich habe noch gar nicht geschaut, ehrlich gesagt, wer jetzt der Regisseur ist, weiß ich gar nicht. Nehmen wir mal an, nicht Roland Emmerich, weil der ist derzeit in Hollywood, glaube ich, nicht so groß angeschrieben. Okay, dann müsste man mal auf IMDb nachschlagen. Und dann war er damals natürlich ein ganz ein wichtiger Schauspieler noch dabei, der jetzt in dem Teil weder mitspielt und ich glaube, sie haben seine Rolle auch sterben lassen, wenn ich das im Trailer richtig mitbekommen habe. Will Smith Will war ja Smith, damals ja. ganz jung oder sehr jung. Er hatte noch keine grauen Haare und keinen grauen Bart. Ja, hat damals hip und schick und 4-5. war damals der Leckerbissen für die Frauen. Stimmt's? Stimmt schon, oder? 19. Ja, ich muss aufpassen, dass ich mich nicht verzähle. Das gibt's ja nicht. Ja. Oh. Aber über uns Männer wird immer gesagt, wir wären fixiert. Also da sind sie der lebende Beweis, auch das andere Geschlecht Ich ist immer sag das fixiert. nie. Ich sag das nie. Ich schaue mir doch auch Frauen an. Wenn sie gut aussehen, warum nicht? Oh, jetzt wird's heftig. Das habe ich gar nicht gemeint damit, okay? Spannend. Du weißt schon, dass die Folge auf YouTube veröffentlicht wird, oder? Ja. Ja, okay. Nein, ich wollte das nur mal kurz erwähnen, weil. Ah, ich weiß nicht, das ist mit Strategie bei der Tiber. Ja? Aufrufe, Abos, Geld und Zuseher. Bringt sicher welche, also vor allem im männlichen Bereich. Solltest du weibliche Abonnenten haben, kriegst du jetzt vielleicht einen Daumen runter, aber bei den männlichen kriegst du wahrscheinlich drei Daumen hoch pro Person. Ja, wenn das gehen würde, gerne.
Sechs. Ich zähle. Sieben, Wirklich? acht. Ja. Also 19. alle rückwärts nur zählt. 19. So, ich habe wieder einen Abschnitt geschafft. Wir können weiter plaudern. Okay. Ja gut, dann bringen wir dir ja nicht mehr draus, dann können wir jetzt über deine. Nein, nein, so war das doch nicht gemeint. Also, Aber ich bin ja, nicht dann erklär fixiert. doch mal. Ich bin nicht fixiert, dass ich immer nur. Vom Geschlecht her nicht fixiert, oder was meinst du? Ich lerne gerade neue Seiten meiner Gattin kennen. Wird sehr spannend. Ich sehe das nicht so wie andere, dass man fixiert ist. Bitte, warum soll man sich schöne Menschen nicht ansehen dürfen, oft genug, und sich So, okay. freuen, wenn man Also schöne es geht Menschen ums sieht? Ansehen. Okay. Ja, genau. Ja. Ja, dann bin ich da jetzt vielleicht falsch gelegen, weil Du bist fixiert. da sehe ich schon sofort wieder alles umgedreht von den Frauen. Jetzt ist auf einmal der Mann wieder fixiert. So schnell geht das. Ja, mal wieder beim klassischen. Vierten Männer. Moment, ich zähle. Ja. Und jetzt zählt sie nicht. Wer jetzt da immer sagen? Okay. Moment, ich zähle. 2 Stunden Nein, später noch. aber Ich zähle ich noch gebe immer. dir recht, Frauen können durchaus ebenfalls fixiert sein. Alle männlichen Zuseher freuen sich jetzt. Zehn, zwölf, 13, 14, In der 15, Frauenwelt 16, hast du jetzt natürlich 17, Erklärungsbedarf, ne? Das ist 18. klar. Also. Ich finde aber auch nicht, dass das so schlecht das ist. Das könnte man auch anders beschreiben, nämlich selektive Wahrnehmung. Hört sich doch super an, oder? Was hat das jetzt mit dem zu tun? Na, dass man selektiv gern schöne Leute anschaut. Okay, Libras Interpretation von selektiver Wahrnehmung. Okay. Ich glaube, wir wechseln das Thema. Wo waren wir eigentlich? Wie haben wir begonnen mit Independence Day? Genau, der ist eigentlich noch ziemlich jugendfrei, also kehren wir wieder zurück zum Film. Okay. Ja, was lässt sich darüber sagen? Auch nach allem, was jetzt gesagt wurde. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie sie die Überleitung schaffen. Und es wird mit Sicherheit, glaube ich, ein technisches Action-Spektakel. Also, Wird sicher Effektfeuerwerk, wird ja, absolut. höchstwahrscheinlich. Also ich bin ja, siehst, genau das wollte ich auch noch zu dem Film sagen. Ich bin sehr gespannt, ob es eine gleichwertige Mischung ist aus Computereffekten und ja, Modell, wie es halt früher üblich war bei Filmen. Und ich glaube auch beim ursprünglichen Independence Day wurde ja auch noch sehr viel mit Modellbau und so gearbeitet. Du Und ich glaube damals. bist hier der informierte Mensch, wie das alles abläuft. Ja, puh, informiert. Ja, du interessierst dich dafür. Im Laufe der Jahre hat einiges an Wissen angeeignet, aber sicher nicht allwissend zu dem Thema. Aber ja, freue mich drauf. Wir werden dann bei der nächsten Minecraft-Session oder bei der übernächsten, weil ich glaube, morgen haben wir ja, glaube ich, auch noch vor, Minecraft aufzunehmen, werden wir dann berichten, wie es so gefallen hat. Ja. Moment. Und
Wir geben auf jeden Fall Empfehlungspunkte Auch, also jetzt aus nicht nur. unserer Sicht ab. Ja, genau. Das könnten wir überhaupt einführen. Ja. Ein bisschen Filmkritiken von Tibra und anderen, das wäre vielleicht Ja, genau. Von was alten Tolles. Filmen genauso wie von neuen oder neu aufgelegten Filmen. Das war ein toller Untertitel. Werden wir ab jetzt da bei Minecraft, glaube ich, werden wir das reinnehmen. Jo. Passt da gut dazu. Lasst sich nett darüber Na, das plaudern. Spiel selbst ist ja relativ ruhig. Da kann man. Ja, genau. Über Tibras, ja, selektive Wahrnehmung, genau. Ich überlege gerade so ein bisschen im Hintergrund, wie wir die Filmkritik aufsetzen werden. Ich werde mir da vielleicht noch etwas überlegen bis zum Independence Day, Nach welchen Kriterien, ne? was wir alles in der Kritik, in die Kritik reinnehmen werden und berücksichtigen werden. Also was in meiner Meinung nach, oder was ich eher als vermeidbar finde, ist, dass wir die Schauspieler bewerten werden. Warum? Ist auch relativ einfach erklärt, weil ich finde, dass das schauspielerische Können abhängig ist vom Genre. Also Erstens auch vom Regisseur und wir sehen die Filme in Deutsch synchronisiert. Und das ist, richtig, glaube ja. ich, ganz was anderes als im Originalton. Also Und meine persönliche Meinung ist, wenn wir schon bei dem Thema sind, schauspielerisches Können erkennt man erstens einmal, ohne dass man jetzt geschult ist, also durch irgendeine schauspielerische Ausbildung oder so, oder was auch immer die professionellen Filmkritiker haben, die sicher irgendeine Ausbildung haben, Theaterausbildung oder sonstiges. Aber meine Meinung ist, schauspielerisches Können erkennt man nur entweder eben durch das, dass man Ausbildung hat, und wenn man die nicht hat, dann durch jahrelanges Filme schauen. und Das trifft vergleichen, jetzt ja. zufällig noch nicht auf uns zu, aber ich sage das nicht nur deshalb, sondern weil es mir an mir selbst auch auffällt, dass ich bei Filmen, wo ich früher gefunden habe, war ja super und so, ja, hat natürlich auch ein bisschen mit dem Alter zu tun. Ich heute merke, dass das, was ich damals als schauspielerisches Können empfunden habe, nicht wirklich schauspielerisches Können war, sondern einfach nur, weil man den Schauspieler oder die Schauspielerin sympathisch fand. Ja. Und vielleicht nicht nur die Person, die das spielt, sondern auch die Person, die gespielt wird. Also wenn man sich mit der Rolle identifizieren kann, ja, dann neigt Ja. man sehr leicht dazu zu meinen, dass der Schauspieler ein Können hat. Meine persönliche Meinung. Aber der Schauspieler ist auch relativ arm, wenn er vom Genre her beeinflusst wird, und das ist meiner Meinung nach auch der Fall. Weil du kannst noch so einen tollen Schauspieler nehmen, wenn er in einem Actionfilm spielt. Natürlich wird er besser sein als wie einer, der halt null schauspielerisches Können hat. Ich hinterleg's einmal mit Beispielen vielleicht. Der neue Transporter ist für Ja, mich das Negativbeispiel eines Schauspielers. Also, das wie ist kein gesagt, Schauspieler für mich, stimmt genau. ja. Er bringt die Stimmung oder den Gefühlszustand, den er haben sollte, auch wenn es ein Actionfilm ist, kann er nicht transportieren, um es so zu sagen. Das ist immer das gleiche Gesicht und der gleiche Ausdruck. Das geht nicht. Also man hat ja das früher auch über den Keanu Reeves gesagt. Nur egal welchen Film ich bisher gesehen habe mit ihm, er schafft es zumindest, seine Rolle glaubwürdig rüberzubringen. Der neue Transporter ist für mich nicht der Transporter. Jetzt kann man natürlich wieder ihm helfen, Ja, der ihn Jason verteidigen. Statham ist halt Genau. schon. Genau, weil man vergleicht ihn mit dem Original und der Jason Statham ist halt der Transporter, aber es tut mir leid, der Schauspieler muss das schaffen, dass er die Rolle an sich reißt, und wenn er das nicht schafft, dann ist er schauspielerisch schlecht. Ist so. Meine persönliche Meinung.
Du, ich hätte noch fürs nächste Mal einen Film oder eine Serie für die selektive Wahrnehmung. Jetzt kommt es mit den ganzen männlichen Leckerbissen. Iron Man. Iron Man. Ja, können wir gerne Ja. in unserer Filmkritik aufnehmen. Na. Ja, also wie gesagt, wir werden, also Tibor und ich werden uns überlegen, nach was wir den Film bewerten werden. Welche Sachen wir mit reinnehmen. Also was ich gerne hätte unbedingt, was mir jetzt schon einmal einfällt, und ich habe es vorher schon erwähnt, wie sind die Effekte gemacht? Also ich Ja. finde nichts Schlimmeres an Effektfilm, und die Effekte sind mies. Es ist natürlich jetzt auch wieder ein Thema, was ja sehr generationenabhängig ist. Also wenn man sich heute Terminator 1 anschaut, dann wird wahrscheinlich der Jugendliche von heute sagen, oh Gott, wie ist denn der schlecht gemacht und so, ja. Für damals aber sensationell. Also mit dem, Genau. was zur Verfügung gestanden hat, Wahnsinn. Also wir werden es berücksichtigen nach dem Produktionsjahr. Weil Tibor hat ja schon erwähnt, wir werden vielleicht auch, und das ist jetzt reiner spontaner Einfall, also wir haben uns das nicht gerade ausgemacht oder schon länger ausgemacht, sondern es ist wirklich jetzt gerade spontan entstanden. Aber Tibor hat ja erwähnt, wir werden auch alte Filme bewerten, wir werden das Thema Effekte nach dem bewerten, was zum damaligen Zeitpunkt möglich war. Wir werden es nicht bewerten nach dem, was heute möglich ist und was man in den 60er Jahren geschafft hat, weil das wäre sehr unfair diesem Film gegenüber. So ist es. Na, sehr schön, magst du das hier? Und das ohne meine Aufsicht? Wo ist denn die Bauaufsicht schon wieder mit dem? Du, eine Sache noch zum Abschlussthema Film. Kennst du oder weißt du von Christoph Waltz seine erste Rolle, die er gespielt hat? Ja, da haben wir jetzt einmal gesprochen, aber ich glaube, ich habe es nicht gemerkt. Und zwar im österreichischen Amt am Test, das ist eine Kinderserie Ah, gewesen, den Clown. hat er den Clown gespielt und kann man auf YouTube sich ansehen. Ich wirf wieder mit Eiern nach dir, hör auf. Ah, unfair. Ja, stimmt. Okay. Und somit haben wir wieder Ende dieser Folge. Ciao. Ciao.